Hallihallo und herzlich willkommen zu Teil 18 bei Axelinos Moberland. Ich grüße alle meine Abonnenten und Zuseher und Zuseherinnen meines Kanals. Schön, dass ihr wieder da seid und euch dieses Video anschaut. Heute zeige ich euch, wie schon im letzten Teil angekündigt, die Fertigstellung, also fast Fertigstellung der Paradestrecke oder der ersten Paradestrecke. Das heißt, Fertigstellung ist nicht ganz richtig. Also die Gleise liegen, sind auch alle schon verkabelt und Weichenantriebe und so weiter, alles schon eingebaut. Aber natürlich noch nicht geschottert und so weiter und so fort. Aber die Gleise liegen, sind fest montiert mit Acryl. Und es geht auch schon leicht in die Kurve, in den kleineren hinteren Berg. Und es begeistert mich, funktioniert auch alles, seht ihr ja gleich dann im Video. Ja, das kommt heute. Dann kommt der zweite Teil von meinem Besuch beim Märklineum oder im Märklineum. Und zu guter Letzt kommen noch ein paar Neuanschaffungen, also ein kleines Auspackvideo. Da habe ich mal wieder bei eBay zugeschlagen. Konnte nicht anders. Aber das waren auch Angebote, da konnte ich nicht Nein sagen. Dann habe ich mir auch noch, das habe ich nicht extra gefilmt, eine neue Bohrmaschine bzw. Akkubohrhammer gegönnt, weil meine alte tatsächlich jetzt nach über 10 Jahren den Geist aufgegeben hat. Und glücklicherweise gab es genau in der Woche, wo mir die Bohrmaschine kaputt gegangen ist, diesen schicken Bohrhammer, Akkubohrhammer bei Lidl von Parkside. 39,99, also 40 Euro. Ohne Akku, ohne Ladegerät. Aber mit einem Schnellspannfutter ist dabei, also SDS-Bohreraufnahme, ein beiliegendes Schnellspannfutter, Fett und diverse Bohrer, wobei die nicht so prickelnd sind. Die sind halt ein bisschen, ja, sind ja halt keine Qualitätsbohrer, sagen wir so. Bitsatz ist auch noch mit dabei, was ich aber zuhauf habe, ist also auch nicht wichtig. Ladegerät hatte ich schon von diesem System und auch 2 Akkus schon. Habe mir aber trotzdem zusätzlich noch einen rein jetzt für diesen Bohrhammer gekauft. Ich habe schon ein paar Löcher hier gebohrt und muss sagen, also bis jetzt kann ich mich nicht beklagen. Er ist relativ leise und stark. Also im Gegensatz zu meiner alten Bohrmaschine, die ja auf dem Parkside ist, die mit ganz normalem Strom, also mit Kabelanschluss war, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also da musste man drucken, also ohne Ende, obwohl es auch eine Schlagbohrmaschine war. Aber da sieht man doch, was in 10 Jahren an Technik doch sich auch bei billigeren Produkten oder günstigeren Produkten doch verbessert hat. Ja, also wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht im Dauerbetrieb gehabt. Also 10 Löcher oder so gebohrt. Aber bis jetzt kann ich mich nicht beklagen und kann daher eigentlich nur eine Empfehlung aussprechen. Und wie gesagt, habe ich ja schon mal ein paar Mal erwähnt, für 40 Euro kann man theoretisch auch nichts erwarten. Ja, aber wie gesagt, das ist für normaler Hausgebrauch oder Bastelbedarf, für sein Hobby funktioniert es einwandfrei. Gut, dann war's das. Dann kommen jetzt die ganzen Filmchen. Paradestrecke 1, Auspackvideo und Märklineum. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Da kann ich schon mal sagen, also wenn es klappt, ich habe diese Woche ein Konvolut von einer alten Märklin-Anlage geschenkt bekommen. Das muss ich aber erst noch komplett sortieren, das ist so umfangreich und ja, alles durcheinander. Ich muss das, wie gesagt, die ganzen Schienen, Oberleitung, Loks, Wagen, alles erstmal sortieren. Und wenn mir es reicht, dann
zeige ich euch das im nächsten Teil. Also die Sachen sind einfach wunderschön, uralt. Kataloge sind mit dabei. Und also ein geiler alter Scheiß, sage ich jetzt mal. Ja, das war's dann. Dann wünsche ich euch wie immer alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf, genießt den Sommer und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. So, wie gerade schon erwähnt, habe ich die erste Paradestrecke fertiggestellt. Das war mir jetzt ganz arg wichtig, damit hier oben mal ein bisschen was weitergeht. So, das geht bis hier rum. Hier kommt dann eine kleine Weichenstraße, das zeige ich euch gleich auf dem Plan. Hier habe ich schon mein selbst kreiertes Betongleis verbaut, weil ab hier so ungefähr ein bisschen weiter vorne, ich sage jetzt mal vielleicht so ab hier, ab der ersten Weiche, soll ja dann, ich sage jetzt mal Epoche 5 bis 6 stattfinden, wenn der Plan so aufgeht, wie ich mir das denke. Sorry. Ja, hier ist jetzt der Gleisplan, also hier, das ist diese Kurve. Und was ich noch dazu sagen muss, ab hier ungefähr, so ab der Mitte von diesem Gleis, oder so das erste Drittel, kommt ein Tunnelportal hin. Hier kommt ein kleiner Berg, also so ist es geplant. Wirklich also kein so Riesengebirge, sondern eher so ein etwas größerer Hügel mit geplantem Neubaugebiet, ein bisschen Natur und so weiter. Ja, dann wie gesagt hier die Kurve mit den ersten drei Weichen. Und da befinden wir uns jetzt hier. Ich denke, das so, jetzt ist besser. Also hier sind die Weichen. Hier geht es dann rüber noch im Berg, Hügel, und kommt dann hier ungefähr raus, wieder in den sichtbaren Bereich mit einem sehr niedrigem Radius, hier die, kennen Sie ja vielleicht, die 24912, wird die das innere Gleis, Entschuldigung, aber es ist immer noch nicht hundertprozentig weg, mein kleines Sommergrippchen, aber ja, ist jetzt eigentlich nur noch dieser blöde Husten. Und hier der äußere, deswegen habe ich hier noch keine Gleise eingemalt oder eingezeichnet. Das wird dann ein selbstgebasteltes flexibles Gleis, C-Gleis. Wenn ihr das sehen wollt, bevor ich das bewerkstellige, ich habe es mal zu Hause probiert, das funktioniert tatsächlich. Wenn ihr mal auf den Kanal MA73 geht, der zeigt es in irgendeinem von seinen vielen tollen Videos. Sehr anschaulich, wie man so ein Flexgleis in Anführungszeichen aus dem C-Gleis machen kann, dass man nicht diese engen, in Anführungszeichen engen Radien verbauen muss. Ja, und das wird dann ja hier ungefähr, wo sind wir jetzt? Hier bei der Weichengeschichte. Moment. Ja, also hier ungefähr kommen wir dann her, hier rüber, ungefähr 10 cm höher wie hier, zur weiteren Paradestrecke, wo dann auch wieder, ich sage jetzt mal so nach 1,5-2 Meter, wieder unterirdisch verschwindet. Und dann da hinten am Ende in einem Wendel oder ja, je nachdem wie viel ich brauche, steigungstechnisch, dann hoch und komme dann hier oben in diesem, ja,
hinteren Loch, wo ihr das seht, wo jetzt die Styropor-Berge sind, da soll es dann rauskommen zum Bahnhof auf der Ebene 0. So, und dieses Gleis, wo hier abgeht, dieses eine, teilt sich dann auf in zwei. Und das wird die Strecke, die wird komplett unterirdisch bleiben. Führt dann kerzengerade hier entlang bis zum Ende. Und hier führt die dann auch durch das Gebirge, hier durch den Durchgang durch, upsala, Entschuldigung, wenn ich ans Stativ komme, in die Epoche 3 Zone. So wie ich ja anfangs mal gesagt habe, dass man direkt aus dem Schattenbahnhof auch über die Paradestrecke natürlich in die Zone 3 fahren kann. So ist jetzt der Plan. Und ich hoffe mal, dass ich so in den nächsten ein, zwei Wochen diese S-Kurve bewerkstellige. Zwischenei durch vielleicht hier ein bisschen schottern, dass ich auch mal wieder was anderes mache. Ist ja das Schöne. So, und jetzt zeige ich euch auch, dass alles funktioniert. Den Plan weg. Ich habe alle Loks ausprobiert, die jetzt hier stehen. Selbst die kleine Köf, die sehr empfindlich ist, fährt überall drüber, ruckelt das ein oder andere Mal. Aber sie ist ja eh nicht für die freie Strecke gedacht. Die rote 216 hier, die muss mit nach Hause demnächst mal. Die bin mit der zuerst gefahren, die ist an ein paar Stellen hängen geblieben. Da dachte ich, was ist da los? Schiene dreckig, geputzt nochmal, bleibt wieder hängen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Lok einfach sehr verschmutzt ist. Ja, weil die steht jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren hier auf der Anlage rum und hat noch keine Reinigung gesehen. Die 80er Baureihe fährt auch überall drüber, auch über die Weichen. Die E10, die muckt ein bisschen auf bei den schmalen Weichen. Und zwar bei der rechten. Da gibt es einen Kurzschluss, wenn man zu langsam drüber fährt. Aber die hier ganz neue, von mir bestückte, digitalisierte 216, schau, picobello sauber, die läuft einwandfrei, ohne irgendein Problemchen. Und das zeige ich euch jetzt. Stellen wir es mal 50 km/h ein. Ich muss aufpassen, hier hinten hört ja das Gleis auf, dass ich wieder zur Links komme rechtzeitig. Sich ein. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie sie über die Weiche fährt. So. Jetzt extra mal langsam, 30 km/h laut Ecos. Und dann seht ihr auch, im rechten hinteren Bereich habe ich zwei Lampensockeln. Und hier, das sollen die Kontaktgleise simulieren. Jetzt müsste gleich die hintere angehen. Jawohl, tut sie auch. Und jetzt fahren wir geradeaus zurück. Jetzt geht die hintere Birne an.
das Kontaktgleis und nach der Weiche kommt das zweite Kontaktgleis und da geht dann diese Glühlampe an. Ja, also es funktioniert alles einwandfrei. Ich habe es auch probiert mit Fünf kmh, 6, also wirklich Schneckengeschwindigkeit, funktioniert alles einwandfifi. Ich muss jetzt mal gucken, was mit der E10 ist, ob die jetzt los ist. Na, jetzt habe ich die Lok runtergenommen, jetzt hat es irgendwie... Ja, sollen wir nicht machen. Vielleicht ist der Schleifer zu lang, zu kurz, ich weiß es nicht. Zu tief. Dass der bei der kurzen Weiche Probleme macht. Und das war jetzt wieder das beste Beispiel, wenn man eine Lok runternimmt vom Gleis oder aufgleist, sollte man die Zentrale auf Ausstellen oder auf Stopp. Das war jetzt kein Kurzschluss, aber irgendwie hat es ausgereicht, dass das irgendwas ausgelöst hat. Also ihr seht, wirklich extrem langsam fährt, ohne Problems. Das heißt, man sehr drüber, rückwärts drüber fahren. Vier kmh. Also ihr seht, es klappt alles so wie es soll. Und das Ganze auch trotz Schotter und allem, was ich auch an dieser Lok gemacht habe, vielleicht ist das auch ausschlaggebend. Die hat wirklich einen super Kontakt mit dem Gleis. Zeige ich euch gleich, wenn sie ausgeschaltet ist. So, stopp. Ich hoffe, das sieht man. Ne, man sieht es nicht. Ich habe hier an diesem Schleifer, weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe bei YouTube. Ich glaube bei Groovy, weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Kanal genau heißt. Groovy 1900 irgendwas. Und zwar macht er auch einen zusätzlichen Draht oder ein zusätzliches Kabel an den Schleifer, also an dieses Kupfer, an dieses gefederte Kupferteil hier unterm Schleifer. Also unterm Schleifer auf der Rückseite, weil oft, also der Schleifer ist ja nur hier an dieser Stelle mit der Schraube da verbunden mit dem Gehäuse, sage ich jetzt mal, oder mit dem Decoder. Und da ist manchmal auch einfach ein schlechter Kontakt und deswegen macht er das auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es ist bei ihm. Einfach ein zusätzliches Kabel an den Schleifer dran, führe es da auch mit durch und dann hat man da einfach eine zusätzliche Sicherheit, was den Kontakt anbelangt. So, das war's.
Jetzt geht es weiter mit entweder Auspackvideo oder Merklineum Teil 2. Bis dahin, ciao, ciao. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen. Also, was hier temperaturtechnisch wunderbar ist. Wir hatten, als ich heute angekommen bin, 35 Grad draußen. Und hier drin waren sehr angenehme 22. Ich habe jetzt nur ein bisschen Fenster hinter und Türe aufgemacht, damit ein bisschen frische Luft reinkommt. Wir haben aber immer noch 32 Grad draußen. Es geht aber ein ganz angenehmer Wind ab und zu. Und dann kommt hier schön frische Luft rein. Ja, und für die Sicherheit habe ich auch ein bisschen was getan. Ich habe mir einen Feuerlöscher angeschafft, der hier an der Wand hängt. Man hat hier ja doch viel mit Holz zu tun und der Teufel ist Eichhörnle. Ich meine, wenn ich hier abhaue, ich kontrolliere alles 5-6 Mal, ob ich wirklich alles abgeschaltet habe, alles ausgesteckt habe, Sicherung aus und so weiter und so fort. Dass die Kippe, die ich geraucht habe, richtig aus ist. Und da kann eigentlich nichts passieren. Aber wenn man hier mal am Arbeiten ist, mit Lötkolben oder mit Säge und wie auch immer, es kann ja alles Mögliche passieren, dann ist man doch auf der sichereren Seite, wenn man so einen kleinen Feuerlöscher hat. So, das war's jetzt eigentlich. Und jetzt geht's tatsächlich weiter mit, wie gesagt, Merklineum oder Auspackvideo. Ciao, ciao! So, jetzt gibt's mal wieder ein kleines Auspackvideo. Ich habe den Karton schon mal aufgemacht und ihr seht hier wunderbares Verpackungsmaterial, schöner Schaumstoff. Da war noch viel, viel mehr von dem Zeug darin. Ich habe mal wieder bei eBay eingekauft, bei einem meiner, ja, mittlerweile Lieblingshändlern. Da kommt immer schönes und gutes Material. Das ist nicht von eBay, das ist aus unserer Küche. Ein leerer Streubehälter. Kann man wunderbar befüllen mit Streumaterial. Und kann man immer wieder gut gebrauchen. Das war auch nicht von eBay, das ist von Amazon. Ah ja, genau. Ist es hier ein Satz Mändler, ich glaube 50 Stück. Also, Entschuldigung, nicht Mändler, Preiselein. Figürchen zum selber anmalen. So, dann geht's los. Wie gesagt, bei diesem Händler immer alles super toll verpackt. Ich, ja, ist schon ein paar Tage her, als ich das bekommen habe. Ich muss jetzt wirklich auch wieder gucken. Einmal von Märklin die Nummer 4418. Schweriner Pilsner Kühlwagen. Dann die Nummer 84870, ein Insider-Jahreswagen von Märklin. Wunderschöner Kesselwagen von Persil. Also da habe ich richtig zugeschlagen. Dann von Primex die Nummer 4557, ein Kühlwagen von der Firma Langnese und Iglo. Captain Iglo. Und das gleiche nochmal. Und hier haben wir einen älteren Kühlwagen von Märklin. Ihr seht hier noch mit der Feder. Aber in einem wirklich sehr guten Zustand. Normal ist das. Ah ne, das ist gar nicht aufgeklebt. Da gab es auch mal eine Version, die auch kürzere Version. Mit diesen aufgeklebten Kühlwagen. Beschriftungen, die gehen gerne weg oder gehen gern ab, aber der ist in einem guten Zustand. So, weiter geht's.
Was haben wir hier? Ah ja. Einmal von Herpa eine Exklusiv Edition, ein BMW 7er Alpina in dunkelgrün Metallic, sehr schönes Modell. Dann, das muss ich auspacken. Ah ja, wunderbar. Eine, ich hoffe, das ist nicht so sehr spiegelt hier. Baureihe W111 von Mercedes als Cabrio. Ich meine von Brechina. Wunderschön. Ja, es spiegelt extrem. Aber ich denke, man kann es erkennen. Wunderschönes Modell. So, was haben wir hier? Das ist schon was Größeres. Ah, das sind zwei Gebäudebausätze, genau. Ich habe ja wirklich mehr als genug Bausätze hier. Also ich schätze, dass es mittlerweile über 100 Stück sind. Aber bei... Muss ich es so halten. Die Nummer 8404. Zwei Fachwerkgebäude. Eins davon Rathausapotheke. Und bei, ich meine, 4,99 konnte ich nicht Nein sagen. Und bei diesem Gebäude auch nicht. Das war, glaube ich, ein bisschen teurer, aber auch unter 10 Euro. Die Nummer 8454. Wunderschönes Fachwerkhaus. Normal steht ja auch ab und zu was drauf. Da steht nichts drauf. So, ja, der Witz an der ganzen Geschichte ist, ich wollte eigentlich nur ein paar Schienen kaufen. Was haben wir denn hier? Ja, da geht es schon los. Ich meine, die kann man immer brauchen. Zehnmal die Nummer 24188 und zehnmal die Nummer 24172 von Märklin, C-Gleis. Kann man nie genug haben, brauchen wir immer. Aber eigentlich habe ich dort bei diesem Händler gestöbert, bei dem wegen Schienen, und zwar die Nummer 24229. Die brauche ich nämlich gerade bei ja, oben bei der, wie sagt man denn, ich komme jetzt nicht drauf, bei der Paradestrecke. Sonst kann ich da nicht weiterbauen. Und das ist das Ergebnis, was ich da alles dann ergattert habe. Hier von Viking eine Mercedes-Sattelzug. Den habe ich mir gegönnt, weil ich den auch als Kind hatte und sehr viel damit gespielt habe. Und den musste ich einfach haben. Aber auch, glaube ich, für 5,99 oder so. Wirklich sehr günstig, genauso wie der, ich glaube 4,99 von Herpa, ein sehr schöner Mercedes Sattelschlepper mit Kofferaufbau. Upsala, das ist genau das gleiche. Den hatte ich auch als Kind, hier ist nur die hintere Achse lose, das ist aber kein Ding. Ja, ich glaube, den habe ich mal zum Geburtstag schon gekriegt. Und den habe ich dort gesehen. Also den muss ich sofort haben. Einfach aus Erinnerungsgründen. Und genau, hier kommen die Schienen, um die es eigentlich ging. 24229. Ja, und wie es dann halt ist, dann in der Verpackungskosten, ich glaube, von 5,90 Euro dabei. Und da dachte ich, komm, um das alles ein bisschen zu verringern, guck mal, was der gute Mann noch so alles anzubieten hat. Und dann kommen so Sachen dabei raus. Hier nochmal zwei Brücken für... als Anfang und Ende für meine Bogenbrücken, die ich ja auch schon in einem Teil gezeigt habe.
Und hier, das ist genau das gleiche Spiel, dieser Langhalstransporter von Viking. Den hatte ich auch als Kind, den hat er angeboten, ich glaube für 3,99. Da habe ich dann auch zugeschlagen. Also nagelt mich nicht fest mit den Preisen, aber es waren wirklich alles Spottpreise. Und hier auch von Viking, glaube ich zumindest. Ja, sieht so aus. Den habe ich eigentlich nur gekauft, wegen der Firma oder wegen dem Aufdruck. Pfälzer Grumbeere. Und da ich ja, ich sage jetzt mal, halber Pfälzer bin, mein Vater war Pfälzer. Und ich habe noch sehr viele Verwandte in der Pfalz. Liebe Grüße von hier aus. Ja, musste ich den Laschwagen einfach haben. Und weiter geht's. Salat. Das war auch ein Sonderpreis von noch die Nummer 12030. Figürchen mit einem Gewächshaus. Heißt im Garten, also hier sieht man, die sind am Pflanzen, am Gießen und so weiter und so fort. Was ist da drin? Ah, hier ist noch ein Audole. Den gab es, glaube ich, für 1,49 €. Ein Mercedes 240 Diesel Baureihe W123 von Viking mit ohne Stern. Und deswegen habe ich ihn auch gekauft für 1,50 €. Weil das wird auch so ein Testfahrzeug für Beleuchtung. Wenn da was schief geht, ist nicht so sehr viel Geld kaputt gemacht. Dann hier, ich muss jetzt gerade mal gucken, was das ist. Genau, die 24071, das sind diese Ausgleichsstücke für die schlanken Weichen von Märklin. Da gab es noch 4 Stück. Ja. Die habe ich mir auch. Weil ich mache im sichtbaren Bereich nach Möglichkeit, zumindest im Bahnhof, nur die schlanken Weichen. Und da brauchen wir die immer wieder. Dann nochmal Figürchen, diesmal von Faller. Ich habe mir, ich glaube, von Busch auch mal einen Tennisplatz ersteigert. Und da brauchen wir dann logischerweise auch die Tennisspieler und der Schiedsrichter und der Balljunge und den Schiedsrichterstand. So, jetzt geht immer weiter. Ja, wenn der Axel mal am Stöbern ist. Und dann findet er lauter schöne Sachen, hier auch wieder von Märklin. Die Nummer 46201, auch ein Insider-Jahreswagen. Ganterbier aus Freiburg. Ich habe ja auch vor, mindestens einen Bierzug zu machen, aber mittlerweile habe ich so viel von diesen Kühlbierwagen. Hier schon wieder einer mit Budweiser. Mit der Nummer 4422. Ich glaube, das sind mittlerweile so viel, dass ich da 2 Züge draus machen muss. Hier ein ganz normal handelsüblicher Niederbordwagen mit der Nummer 4423. Gesehen. Ja, kann man immer brauchen, kann man nie genug haben. Und den, der war jetzt nicht ganz so billig, aber ich glaube auch 9,99 €. Den fand ich einfach witzig mit diesen Schweinchen und vor allem der Satz: Schweinefleisch bringt dich auf Touren. Liebe Grüße an alle Veganer. Nein, Spaß beiseite, jeder nach seiner Fasson und wie er Lust hat. Nummer 44181. Aber ich fand den so witzig, den musste ich einfach haben. So, und es geht immer noch weiter. Ja, genau, hier die Nummer 74030 von Märklin
Mittelleiter-Isolierer brauchen wir immer, und zwar reichlich. Dann wieder ein älteres Modell, wenn die Nummer stimmt, 4508. Ah, jetzt haben wir diesen Kühlwagen, genau, ist auch ein älteres Modell, hier mit Feder. Und hier, das habe ich vorher gemeint, diese Kühlwagenbeschriftung, das ist aufgeklebt. Und die gehen, wie man hier sieht, sehr gerne lösen die sich. Aber der ist trotzdem noch immer relativ guten Zustand. Kein Rost, gar nichts. Also, und alles dran, was dran sein muss. Die Lackierungen sind dran. Und ich glaube auch für 4-5 Euro, da kann man auch nichts dagegen sagen. Und das nächste. Päckchen. Ah, das sind jetzt Laura Odolle. Nehme ich da mal raus. So, einmal ein von Herpa, ein Opel Ascona C müsste das sein. Genau in diesem Violett Metallic hatte ich den auch als Kind, sorry für das Spiegeln. Ich weiß gar nicht, warum das so spiegelt. So hell ist es doch heute gar nicht. Klar, auch für 1,50, 1,99 oder so. Der war auch sehr günstig, ein Opel Omega A. Den habe ich mir auch zu Testzwecken gekauft für Beleuchtung. Und dann hier, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es von Viking oder von Brekina ist, aber den fand ich einfach so witzig, weil das, weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Die Marke Florida Boy, das war mal, zumindest in meiner Kindheit, eine Orangenlimonade, sehr lecker. Und dieser schöne alte Mercedes-Transporter passt dann gut in meine Epoche 3-Zone. Genauso wie dieser BMW 1600 Cabrio von Viking. Auch in einem Top-Zustand und sehr günstig. Ebenso dieser Ferrari 348 TB, nee, TS mit Hardtop liegt bei, Spiegel liegen bei, alles einwandfrei, nagelneu und benutzt. Und hier ein Ford Transit von der Firma Rize mit Doppelkabine und Pritsche, kann man immer gebrauchen bei irgendwelchen Landschaftsgestaltungen, Baustellchen und so weiter. Entschuldigung. So, das vorletzte Päckchen. Ah ja, das ist nichts Weltbewegendes. Das sind elektrische Eichenantriebe. Hier in der Startup-Version mit der Nummer. Hat keine Nummer, doch hier. 74492. Das sind die mit dem schwarzen Steckerchen und, ich meine, gelb-rot-schwarzen Kabeln, aber die Funktion ist die gleiche. Und die waren auch 3 Euro günstiger wie im günstigsten Online, beim günstigsten Online-Händler. So, und jetzt kommt das letzte. Und da muss ich gestehen, weiß ich gar nicht. Ah, genau. Habe ich schon wieder vergessen. Hier von Pola ein sehr seltenes Stück, ein Bausatz Schweizer Dörfli. Nummer gibt es keine. Ah doch, hier Nummer 571. Habe ich auch sehr
günstig geschossen, drei Gebäude und eine Dorfkirche und ein Meistermodell. Und ich habe früher auch als Kind und Jugendlicher diese Pola-Bausätze geliebt, weil die wirklich einfach spitze waren. Und da hat alles gepasst und da gab es nichts, was irgendwie, ja, das hat einfach, vor allem die Meistermodelle, das war wirklich sowas von perfekt und super toll zum Zusammenbauen. Und diese vier Gebäude, die kommen dann ganz, ganz, ganz weit oben in mein Gebirge. Da bin ich mal richtig gespannt hier beim nächsten oder beziehungsweise beim letzten. Sorry für meine Husterei, aber ich bin immer noch nicht wirklich hundertprozentig fit. Mir sagt diese Firma gar nichts. Mamos, Bausatz, Wohnhaus Nummer 3. M-Modelle, Mamos-Modelle. Ich kenne diese Firma nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Also es muss entweder aus Deutschland kommen, ich weiß aber nicht. Ah nee, hier steht ja DDR. VEB, Vero. Olbernau, DDR 9341 Marienberg. Cool, jetzt weiß ich das auch, weil ich habe irgendwo, ja genau, hier schmier ich einen Aufkleber mit 10 Mark, also D-Mark 90. Und da bin ich mal echt gespannt. Das ist jetzt leider noch zugeklebt, was da so auf mich zukommt. Also laut Händler original verpackt und vollständig. Ich glaube für 6,99, 7,99, ich weiß es nicht mehr. Also es war wirklich auch ein Spottpreis. Und ja, mich hat einfach schon die Verpackung fasziniert mit diesem gemalten Bild. Textilwaren. Ich bin mal gespannt, wie das Gebäude nachher aussieht. Ich zeige es euch dann. Und wenn ich es zusammengebaut habe, bin ich echt gespannt. Gut, das war's. Ja, jetzt hat mich gerade vor 10 Minuten wieder ein Päckchen erreicht. Von dem gleichen Händler bei eBay. Vom letzten Auspackvideo. Und liebe Grüße an Gysi, er hat mich darauf hingewiesen, dass ich die Päckchen nicht mit dem Messer in meine Richtung aufmachen soll, aus Sicherheitsgründen. Ja, er hat recht, aber keine Sorge, ich habe in meinem Leben schon so viele Pakete aufgemacht, ist nie was passiert, weil ich da echt immer aufpasse. Aber trotzdem, lieber Gysi, von hier aus liebe Grüße und danke für den Sicherheitshinweis. Er hat es auch nett in den Kommentar geschrieben, dass er sich Sorgen gemacht hätte oder mitgefiebert hätte, dass mir nichts passiert. Keine Angst. So, ja, wie gesagt, gleicher Händler bei eBay. Ihr seht es wieder. Super toll verpackt und da habe ich auch noch mal gestöbert und eigentlich ging es mir wie so oft eigentlich hauptsächlich um ein Produkt und zwar handelt es sich hier um dieses. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier da anfange. Laut Aussage vom Händler eine Baureihe 151, die ich schon habe in Ozean Blau Beige und schon lange auf der Suche bin in der Farbe Grün. Und das hat, oder diese Lok hat den Zustand 1 laut Anbieter und zwar ein Vitrinemodell. Jetzt packen wir sie mal aus.
Also der Karton ist völlig unbeschädigt. Keine Macken, keine Anstoßung, kein Dreck, nichts. Der geht mir nicht mal richtig auf, weil er noch völlig unbenutzt ist. Diese Lok ist analog. Das ist mir bewusst. Aber auch, und da werdet ihr jetzt auch staunen, also es ist einfach die 151er. Ist einfach eine Hammerlok und auch richtig schwer, wie die alten Loks zu sein haben. Ich schaue jetzt mal kurz drunter. Also die ist wirklich, wie schon damals bei der Baureihe 38, wirklich nicht gelaufen. Also der Schleifer ist völlig jungfräulich, die Räder oder die Radsätze völlig neu, unbenutzt. Und diesen Schnapper habe ich gemacht für 79,90. Quasi eine nagelneue Lok. Da kommt dann ein Decoder rein und ein HLA. Und dann habe ich für 120 Euro eine schöne, neue, schöne, große Güterlok. Ja, jetzt muss ich andersrum rein tun. Und auch da habe ich natürlich wieder weiter noch geschaut, was er so an Angeboten hat auf seiner Seite bei eBay. Ja, und da sind so einige Autochen wieder dabei rausgekommen, so wie dieser Pritschen-Sattelzug von Viking für 4,99 meine ich. Dann hier, das ist auch ein Insider-Jahreswagen von Märklin, Nummer 46159. Zuchner-Dose, den habe ich schon. Den gab es, glaube ich, für 6,99, 7,99, ich weiß es nicht mehr. Ja, dachte ich einfach, wenn da zwei hintereinander im Zug mitfahren, sieht es auch nicht gerade schlecht aus. Tun wir mal die kleine Päckle weg, das sind einzelne PKWs, wenn ich mich recht erinnere. Dann hier von Viking ein Sattelschlepper mit der Nummer 51001. Auch zu einem super Preis. Also diese Teile, die habe ich alle nur gekauft. Das war, glaube ich, der teuerste. Da habe ich auch geguckt, den gibt es zumindest im Moment nicht mehr. Ein alter Ponton, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Mercedes 180 Diesel. Oder nur 180, ja. Der hat, glaube ich, 8 Euro gekostet. Aber das war wirklich der teuerste in dem Bunde. Dann hier dieses wunderschöne Set. Ist auch so ein Mercedes Sonderpackung. Da steht auch keine Artikelnummer drauf. Ein Gelenkbus, ein Unimog, eine Mercedes G-Klasse und ein 190er. Nagelneu, unbenutzt, unbespielt. Dieses Set für 12 Euro, also das Stück für 3 Euro. Kann man also wirklich auch nicht meckern. Dann haben wir 3 Stück von diesen Märklin Shell Kesselwagen mit der Nummer 4442. Da habe ich schon eine ganze Menge. Da möchte ich auch einen Ganzzug draus machen. So 20 Stück ist geplant. Ich glaube, ich habe schon so um die 10. Genau das gleiche Spiel mit diesen Esso Kesselwagen mit der Nummer 4441.
Müssten auch drei Stück sein, jawohl. Eins, zwei, drei. Da habe ich auch schon drei, vier Stück. Dann wieder ein Kühlbierwagen für meinen Bierzug. Was steht drauf? Americans Quality Beer since 1844. Mit der Nummer 4569 habe ich so auch noch nie gesehen. Ist aber kein amerikanischer Waggon, ist von der Deutschen Bahn oder Deutschen Bundesbahn noch. Da habe ich extra drauf geachtet. Auch ganz nett, wird meinen Bierzug erweitern. Dann kommen jetzt diverse Feuerwehrfahrzeuge. Hier wieder ein 123er Daimler, 240 Diesel, Brandmeisterwagen mit der Nummer 12600, ich meine 249. Genauso, das ist jetzt kein Feuerwehr, oder? Der ist nur rot. Aber den gab es, glaube ich, für 1,49 einen Ford Puma von Rietze, wenn ich mich nicht irre. Yep. Dann hier ein Löschfahrzeug, Opel. Ältere Generation mit Leiter auf dem Dach. Mit der Nummer 18861. Das kommt auch hier zu meiner ländlichen Feuerwache. So, und jetzt kommen, da müsste jetzt irgendwann noch ein Golf 1 dabei sein. Aber zuerst, ja, mal wieder eine 120er Baureihe von der Mercedes S-Klasse von Viking. Fehlen da die Rückleuchten? Ne, die sind nur matt. Aber ich wurscht, der wird auch beleuchtet. Dann hier noch, auch nochmal ein 123er 240 Diesel Mercedes von Viking. Diesmal mit Stern. Und da ist noch ein drittes Fahrzeug drin. Ah ja, genau, den hatte ich als Kind auch. Ein 633 CS. Von Herpa. Müsste eigentlich draufstehen. Ja, 633 CSI sogar. Ja, den habe ich auch für 1,49. Und als Kindheitserinnerung mir zugelegt. Der kommt dann in die Epoche 4. Jetzt hört er gerade vielleicht mein Handy hupen. Da kommen jetzt die ganzen E-Mails. Bestätigung, dass hier dieses Päckchen angekommen ist. Jedes einzelne Teil kriege ich da immer eine einzelne E-Mail. So, hier haben wir ein Rettungsfahrzeug von der Feuerwehr, ein Mercedes-8er. Auch zu einem sehr günstigen Kurs. Dann jetzt kommt der Golf 1 Einsatzleitwagen. Ja, wie gesagt, alles sehr, sehr günstig, sonst hätte ich da nicht zugeschlagen. Dann hier ein Mercedes G, auch von der Feuerwehr. Kann man nie genug haben. Auf der Epoche 3 Zone kommt diese ländliche Feuerwache, die habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt in einem Film. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Und in der Epoche 4 wird dann wahrscheinlich eine etwas größere Feuerwache hinkommen. Mal gucken. So, und hier noch ein letztes Feuerwehrfahrzeug, ein Opel Blitz mit Leiter, als Leiterwagen. Funktioniert auch. Was ist Dreher? Doch, Dreher lässt er sich auch. Ich glaube, der ist auch völlig unbenutzt und nagelneu. Wunderschönes Fahrzeug. Kommt auch auf die ländliche Gegend. Und hier noch einen
Mercedes, alter Mercedes-Transporter, so der Vorgänger, sei es mal vom heutigen Sprinter. Ich weiß die Modellbezeichnung jetzt nicht auswendig, vielleicht steht es unten drauf. Nein, tut's nicht. Und wie gesagt, auch sehr, sehr günstig. Da habe ich mir gedacht, für 2 Euro oder so, da versuche ich mal irgendwie die Türen zu öffnen und auch ein bisschen Beleuchtung und Ladegut reinzubauen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht lasse ich ihn aber auch ganz, weil der ist auch in einem sehr, sehr schönen Zustand. Gut, und das war's. Und rein theoretisch müsste es jetzt dann weitergehen mit dem nächsten Märklineum-Teil. Bis dahin, ciao, ciao. Spiegelt ein bisschen. Sorry dafür. Da müssen wir jetzt mal auf das Datum gucken. 1914. 1893. So hat alles mal begonnen. Dieser Personenzug. 1926, das Geburtsjahr von meinem Vater. Kreiselspiel. Das war noch Kinderspielzeug. Gießkanne, ist das geil. Ein Sandeimer, hast du auch so einen gehabt? Nee. In so einem Kreisel. Das meine waren schon aus Plastik. War schon auch. Und ich hatte einen Kreisel, so einen Wummerkreisel. Wo man so von oben. Ja, ja, genau. Das ist das aber nicht. Das, Märklin Sprint hatten wir auch als Kinder. Hat aber dummerweise mein Bruder vertickert. Mit 16. So eins, so genau. Ein Feuerlauf. Ja. Ja, das weiß man alles gar nicht, was Märklin früher hergestellt hat. Botanisierbüchse, aha. Brune, Blecheimer. Schell. Koralkreisel. Singt ihr da denn so Choral? So was, was man halt mit so Liebesklauen. Musical Spinning Top. Frühstücksdose, geil. Von 1899 bis 27. Was ist denn zum Hänger mit Botanisierungs? Botanisierbüchse? Das kenne ich ja auch überhaupt nicht. Märklin Plus. Weiß ja nicht, da steht es ja 73 bis 76. Das ging völlig an mir vorüber. Lag aber wahrscheinlich da dran. Ah doch. Ich glaube, so ein Haus hatte ich mal. Ich glaube, das lag daran, dass mein Vater halt wer Fleischmann versessen war. Aber das, dieses Kippfenster hier, das erinnert mich an was. Also sowas Ähnliches hatten wir zumindest auch mal. Und dass die hier solche Lastwagen gebaut haben, wusste ich auch nicht. Und Unimox. Grundkasten, Metallbaukasten, das war noch Spielzeug. Stuttgarter Bahnhof. Spur 1. Was für eine geile 2038. Cool, echt. Was die alles gemacht haben. Das ist Friedrichshafen. Mit der richtigen Uhr. Oh, ein Riesenrad. Mhm.
Klassische Bahnhofshalle, Bahnsteighalle. Klappbrücke aus den 50er Jahren. So schöne Sache. Ich glaube, das war damals auch schon nicht billig. Das hier, da steht nichts dabei. Großstadtbahnhof Leipzig, Spur 0, 1915 bis 1930 wurde der gebaut. Alles aus Metall. Alles zum Spielen. Hier eine Drehscheibe mit Handkurbelbetrieb. Cool. Sehr cool. Stellwerk, Kabelanschlüssen, auch aus den 30er, 40er Jahre. Sowas habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Das nennt sich Eisenbahngesellschaftsspiel Roulette. Konnte man damals schon mit Spielzeug und Geld zocken. Das ist ein mechanisches Pferdewettrennspiel. 1911 bis 37. So. Ah, hier kann man. Das ist jetzt eine filmanimierte Aufnahme. Aber so funktioniert es. Seht ihr ein Unterseeboot? Aus dem Jahr 1932. Ja, hier spiegelt es natürlich extrem durch die ganzen Glasscheiben und Lampen. Hier sieht man die ganzen Metallbaukäste, aber es sind bestimmt nicht alle, die es gegeben hat. Und hier, das ist ja wohl der Hammer. Ein Riesenrad, das hat, ich schätze mal, einen Meter Durchmesser. Alles aus dem Metallbaukasten. Da ist man wahrscheinlich auch eine Weile dran gesessen, bis das fertig war. Dass die Schiffe gebaut haben. Da sind noch mehr Unterseeboote. Linienschiff. Und noch ein Unterseeboot. Ah, da oben hängt auch noch eins. Das war dann halt auch so Kriegsspielzeug, ne? Da kann man mal sehen, wie sich das Spielzeug von damals zu heute geändert hat. Parade vor der Kaserne 1892. Also so schön wie das ist, und ich finde es echt klasse, aber ist doch echt toll, dass man heute nicht mehr so mit Kriegsspielzeug zugange ist. Aber damals war das halt so. Sogar, was ist denn das? Ein Luftgewehr oder was? Fidelio-Gewehr, Hinterlader. Was nicht alles gibt hier, die passende Skischeibe dazu und die Zielscheibe. Unglaublich. Weiß man alles nicht. Oder wusste man noch nicht. Ja, hier spiegelt es extrem. Zeppelin. Da hängt jetzt leider kein Schild dabei, von wann der ist.
ist auf jeden Fall von 1909 bis 22. Grandios. Hier auch ein Bausatz für ein Flugzeug. Das ist aber nicht die U, oder? Doch, die U-52. Ich hatte die ein bisschen anders in einem Smartphone mit Wellblech. Aber cool. 36 bis 42. Und hier, der ist aus 1999, also so lange noch gar nicht her. Gibt's alles noch. Jawohl, das weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Müsste man sich auch mal noch erkundigen, ob es diese Metallbaugäste noch gibt. Das waren die ersten elektrischen Rennbahnen. Krass, auch mit Mittelleiter. Es wird moderner. Ja, und so eine Märklin Sprint ganz da hinten hatten wir auch. Mit zwei Porsche Rennwagen. Oh, Junge. Was für schöne Autos. Sind alle mit zum Aufzieher. Die haben alle einen Aufziehmotor. Krasser Scheiß. Da geht's weiter. Also weiß man gar nicht, wo man überall gucken soll. Feuerwehrmagazin 1910 bis 1919. Ich hab's im Staunen raus. Wusste auch nicht, dass die Autos gebaut haben. Wusste ich alles nicht. Ah, da ist er ja, der Porsche Carrera 6. Genau die zwei hatten wir in Orange und in Weiß. Und ein Mercedes C111 hatten wir auch. Jetzt kommen so Erinnerungen wach. So ein Porsche 935 hat man und diesen Chaparral 2E, der war aber blöd zum Fahren, das weiß ich noch. Ja, und mein Bruder, aber wieso ich, der hat halt mit 16 andere Sachen im Kopf gehabt. Der hat gemeint, der musste vertickern. Sonst hätten wir die heute noch. Aber was hätten wir davon? Ersatzteile gibt es, glaube ich, da auch keine mehr davon. Und von daher. Hätten wir wahrscheinlich auch nichts mehr davon. Ja, ich schimpf gerade über meinen Bruder. Nein, Quatsch. Ich war halt so. Mit 16 hast du andere Sachen im Kopf. Aber es war ein Versuchswagen, den gab es wirklich. Und er wurde mit einem Flugzeugmotor hinter Antriebe. Es war aber natürlich völlig blöd zu handeln. Viel zu teuer, viel zu aufwendig. Hat gar nichts, das ist wie ein Schiene-Zeppelin. Dann müsst ihr schieben. Ja, aber wozu denn? Hat zum Personenbeförderung. Also für Personen. Das war ein reiner Beförderung. Das war der erste ICE sozusagen. Aber es war zu teuer, es war zu aufwendig. Da kam auch, glaube ich, der Krieg dazwischen. So was Ähnliches habe ich ja noch daheim mit Schlüssel. So was in also der wenn Art. Du sowas hast, dann... Das bringe ich gern mal mit und zeig's dir, weil ich kenne mich nicht aus. Ja, ich kenne mich damit auch nicht aus. Schienen und alles. Aber das ist, da ist mal richtig Geld. Das ist was Wertvolles. Und hier sehen wir die Schwebebahn. Ich weiß nicht, ob es die Wuppertaler ist, aber...
Ja, da wird es vielleicht aufstehen. Schwebebahnanlage, ja, kein Vorbild. Aber geil. Richtig cool. Ja, sollen wir nun gute Nacht sagen? Ja, was denn sonst? Gute Show wäre wohl übertrieben.